So Leute, willkommen zurück auf meinem YouTube-Channel. Heute mit Weihnachtsdeko, der antimaterialistische Weihnachtsbaum von Apple und DJI. So schön, ne? Hier ist ein bisschen Altstoffverwertung und das spiegelt auch, denke ich mal, die ganze Weihnachtsgeschichte ganz gut wieder. So, was machen wir heute? Wir packen heute die Gucci-Letten aus. Dann sprechen wir darüber über die Dinger. Dann im Video noch so ein kleiner Porn über die Gucci-Letten. Und dann gibt es was ganz Cooles, und zwar so eine Grafik, wie viele Schuhe dir du von Aldi, von Lidl kaufen konntest. Wie viele du Adiletten, die Originalen, kaufen konntest. Im Wert dieser Gucci-Letten, die wir heute auspacken. Es war so, dass ich 3 Monate lang wegen diesen Schuhen auf einer Warteliste stand. Ja, es gibt eine Warteliste für Badlatschen, war mir auch neu, aber das war halt so. Und die kam jetzt. Und jetzt packen wir es halt mal an und machen den letzten Teil von Schöne Latsche. Viel Spaß! So, dann haben wir jetzt hier das coole, große, fette Paket. Packen das mal aus. Mal sehen, wo wir hier anfangen. Dann reißen wir einfach erstmal dieses Zeug hier erstmal ab. Das Zeug von Gucci ist übrigens immer sehr schön verpackt. Also, das macht auch direkt Spaß, das auszupacken. Hier ist jetzt, der Karton ist nass. Schlechtes Karma auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall nicht gut, wenn ein Karton hier nass ankommt. Das Ganze wird übrigens immer aus Milano verschickt. In Gucci direkt. Aber da es ja Badelatschen sind, sind die vielleicht deswegen nass verpackt. Damit man gleich weiß, ob die auch wasserdicht sind. Oho. Oha! 4er Gucci-Beutel auf jeden Fall. Nett, nett. Kann man richtig schön flexen gehen. Guck mal, wie groß dieser Beutel ist. Ey, das ist ja der Wahnsinn. Zeige ich euch dann im anderen Video, im anderen Bild nochmal. Dann, was haben wir hier? Hier ist jetzt bestimmt, vielen Dank für Ihre Bestellung. Bis bald, genau. Hier ist jetzt immer der Lieferschein drin, in diesem Gucci-Ding. Genau. Der Lieferschein. Könnte ich eigentlich bald mal eine Poststation aufmachen mit meinen ganzen Gucci-Lieferzetteln. So, dann haben wir jetzt hier diesen coolen Karton mit Schleife. Und ich hole euch jetzt mal das Licht ein bisschen näher und dann gucken wir uns die mal ganz genau an. So Leute, das Licht ist näher da. Wir packen die Gucci-Lette aus. Und zwar müssen wir da erstmal die Schleife öffnen. Ja, das hätte ich vielleicht mal noch mit so einem komischen Boomerang machen können. Okay, die Gucci-Letten sind quasi nochmal einzeln verpackt in so einem Sack drin, jede einzeln. Jetzt nochmal die Gucci-Royalty drin. Und wir packen sie jetzt mal aus. So sieht die ganze Gucci-Lette dann aus. Ganz dezent. Hier ist noch so ein Schildchen dran. Und ja, das ist hier so erhaben drauf gemacht. Das ist quasi wie wie nennt man es? Aufgelasert, nicht? Ja. Also so 3D geprintet, sage ich jetzt einfach mal. Also ich vergleiche es jetzt einfach mal mit einem 3D-Print. Und
kriegst jetzt die zwei dazu. Und ja, also ich finde die jetzt echt ein bisschen nice. Und ich stelle das jetzt mal noch ein bisschen anders hin. Genau, so sehen die jetzt aus. Die nice Gucci-Letten. Tun wir mal noch hier den Bamflee raus. Übrigens sehr gut verpackt, also die können echt kratzerfrei hier ankommen. Und das Geile ist, das wird alles per DHL Express verschickt und das ist auch alles mega pünktlich da. Also von daher braucht da keiner Angst zu haben, dass das nicht am nächsten Tag schon da ist. Wir können das jetzt mal ganz kurz vergleichen. Mit der Größe von einer Adilette daneben. Das ist jetzt die gleiche Größe und die gleiche Passform ist. Und die Gucci-Lette ist, ich würde mal sagen, einen halben Zentimeter kürzer. Ja, ungefähr einen halben Zentimeter kürzer. Made in Italy, logischerweise. Und dann haben wir hier unten noch so ein... dann haben wir hier unten jetzt noch hier dieses Gucci-Muster drin. Ja, eigentlich brauchen wir dazu jetzt nichts zu sagen. So. Alles für sich selbst sprechend. So, dann geht's weiter jetzt mit dem Gucci-Letten-Porn. So Leute, hier ist jetzt die berühmte Grafik von mir und zwar muss man jetzt mal überlegen, wie lange so eine normale Adilette hält. Ne? Also ich glaube nicht, dass du da 8 Paar im Jahr kaputt kriegst, im Leben kaputt kriegst, um an das Geld von der Gucci-Lette ranzukriegen. Wie gesagt, ist ein reines Modeprodukt, kann man ja so sagen. Und na gut, Gucci kennt Wesen, ne? Dass das nur ein Modeprodukt ist. So. Auf jeden Fall kostet ein Paar Gucci-Letten 270 Euro. Das ist jetzt alles mit dieser reduzierten Mehrwertsteuer gemacht. Und die sind alle im gleichen Jahr gekauft. Das heißt quasi, da gibt es jetzt keine Probleme zwecks der Rechnerei. Oder du kaufst dir halt für ein Paar Gucci-Letten, ich nenne die jetzt einfach Gucci-Lette, 8 Paar Adiletten. Oder für dieses eine Paar Gucci-Letten könntest du dir auch 40 Paar von Lidl kaufen. Das ist schon ein krasser Unterschied. Ich halt aber bin dafür, dass die Lidl-Letten nicht so gut verarbeitet sind wie die von Gucci. Die sind wirklich die höchst verarbeitetsten. Außer dass innen drin der Samt fehlt im Riemen. Ja. So, und Fazit ist, ich würde jedem die Adiletten empfehlen. Ist der Saum drin im Riemen, das lässt sich besser tragen. Von der Optik her gibt es ja verschiedene, eine größere Auswahl. Außerdem ist das Preis-Leistungs-Verhältnis echt top. Allerdings muss ich sagen, die Lidl-Latschen sind zwar sehr günstig, aber ich halte die nicht für so gut, wie es Original einfach ist. Das Original kennt halt jeder, es ist ein Eyecatcher und die sind halt auch einfach im Trend. Deswegen würde ich jedem empfehlen, die Adiletten zu kaufen. Einfach nur des Geldes wegen so auch. Und wegen der Verarbeitung. Höher geht's bei den Latschen eigentlich jetzt nicht. So Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und war hoffentlich ein bisschen interessant und aufschlussreich. Vielleicht mache ich mal so ein Video nur mit, was könntest du für dieses teuerste Ding der Welt haben, anstatt, ne, und so. Ich glaube, das machen wir mal, da tue ich auch mal alle Videos mal wieder zusammenfassen. So ein kleines, so eine kleine Übersicht mal von den Sachen, die wir so ausgepackt haben. Dann würde ich mal wissen wollen, was so geunboxed werden könnte mal wieder. Und also mal so ein paar Anregungen, da könnt ihr euch mal unten was reinschreiben. Auf jeden Fall, was wollte ich noch sagen? Ja, ich wünsche euch schöne Weihnachten, weil das Video kommt ja, glaube ich, meiner Meinung nach am 3. Advent raus.
Heute, ja, am dritten Advent. Heute kommt nämlich, also ich habe vorproduziert, heute ist der erste Advent. Und falls wir uns nicht nochmal sehen, einen schönen Rutsch an alle, ne? Und genießt ein bisschen eure Feiertage und den herrlichen Lockdown. Und was wollte ich noch sagen? Lasst einen Kommentar und ein Like da. Das wäre schön. Tschüss.